Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Dawn of War 2 Retribution. Ja, und wir starten ohne Umschweife sofort in die nächste Mission, in die Kapitolgärten. Prioritätskanal Secundus. Lord Aszendant, ich führe die Glaubenden in den Sturm auf den Haupthohnturm. Gute Nachrichten, die Verteidiger des Turms sind gefallen. Sie waren nicht auf den Angriff von innen vorbereitet. Wie angewiesen halten wir den Turm und erwarten Übertragungen mit weiteren Anweisungen. Ruhm dem Aszendanten! Ruhm für Korn! Psi-Signal. Antithese. Gegenwart gespürt. Verdunkelt Weg. Abstieg. Zerstören. Muss Weg frei machen. Ja, wir sollen die Festung der imperialen Armee zerstören und die Übertragung abfangen, damit der Hive Mind, das Schwarmbewusstsein, endlich herausfinden kann, wer dieses bedrohliche Psy, wer diese bedrohliche Psy-Präsenz ist. Und uns stehen wieder Sachen zur Auswahl: Ausrüstung, was für ein Zoanthropen für den Venator, aber das gucken wir uns dann nach der Mission an. Luftkommandobunker der imperialen Armee zerstören müssen wir auch noch. Die imperiale Armee nutzt viele gepanzerte Fahrzeuge, also gut, um unseren Cardifex mal einzusetzen. Den können wir leider hier nicht auswählen, wäre auch zu schön gewesen. Entsenden wir einfach mal die Truppen. Sie können Trupps, die Einheiten verloren haben, verstärken. Sie müssen sich in der Nähe einer Robotenbasis oder eines Brutnests befinden. Brutnester sind stationär, können aber Humaganten und Thermaganten bauen. Ja, was praktisch ist. Brutnester können, bauen Sie Brutnester aus der Fähigkeitsleiste über der Ressourcenleiste. Also so wie unsere Rezeptoren als Geschütztürme können wir auch Brutnester bauen, die... Wird verbessert. Den wir Einheiten verstärken können. Sie dürfen auf keinen Fall im Turm Fuß fassen. Doch, das werden wir aber. Erstmal geben wir unserer Kriegerboot das Upgrade und den Venatoren Neuralfresser. Bis dahin können wir den Energiepunkt da einsammeln. Verbesserung abgeschlossen. Und die imperialen Gardisten verhauen, die meinen, sie müssten sich gleich mit uns anlegen. Ah ja, und unsere Revirgedorn-Kanone oder wie sie auch immer noch mal heißt, verschießt solche komischen Granaten. Hallo, Nivas-Panzer. Dann nehmen wir mal das verbesserte Biomorph-Plasma. Und Zwischensequenz, ne? Ruft diesen Lehman Russ zurück und formiert euch neu. 4. und 17. Ich will eine Angriffslinie aus Bane Wolves gegen diese Position. Da zieht sich der Lehman Russ Panzer zurück wie ein Feigling. Und sie machen die Brücke kaputt. Mist. Können wir also so nicht weiter vorstoßen. Können wir doch die Festung da mal einnehmen. Oder es gegen diese Schwäche. Unsere Linien durchbrochen. 15. Öffnen Sie einen Kanal mit Luftunterstützung und warten Sie ab. Wenn Sie ins Hauptquartier eindringen, möchte ich, dass der Himmel auf Sie fällt. Todeswolf, das ist ein Kibischbucker. Also in Dawn of War 1 gab es den Höllenhund, der war ein Flammenwerferpanzer, der hier spuckt mit giftigen Chemikalien. Im Augenblick will ich den Schwarm nicht vergrößern, im Augenblick möchte ich eigentlich eher die Tyrantenwache loswerden. Damit ich mir stattdessen den Cardifex holen kann. Die Tyrantenwache verbraucht nämlich 20, der Cardifex 30. Naja. Lassen wir die Tyrannenwache einfach mal vorstürmen.
Oh, und da oben ist ein guter Punkt für neues Bioplasma. So, noch mehr ausgeschüttet. Die neue Waffe vom Schwarmlord löst der ganze Fuchs auf einmal aus. Da oben kommt wieder Rückwind. Ach, da sind Gegner in dem Gebäude drin. Die kriegen auch gleich das Bioplasma ab. Oh, und jetzt. Und dann gucken wir mal, dass wir sie da rauskriegen. So. Hier oben ist noch ein Energiepunkt. Ich werde mal die Tyrannenwache doch mal heilen. Ich sehe gerade, da ist ein Versorgungspunkt. Der dürfte uns eigentlich genug Bevölkerung geben, damit wir einen Carnifex rufen können. Ressourcenpunkt erobert. Verloren. Und wir haben einen Krieger verloren. Wir müssen eh da hoch, oder? Jupp. Oh, den schweren Waffentrupp loswerden. So, Anforderungspunkt eingesichert. Habe ich eigentlich dran gedacht zu gucken, ob hier irgendwo Kisten liegen. Liegen aber so keine, wenn ich das richtig sehe. So, wir haben den Anforderungspunkt und genug Ressourcen, um mal die Lebenspunkte des Eagle Lords zu verbessern. Hier liegt Energie. Starten das Bombardement, Sir! Okay, da war der Funkturm und da ist die Festung zu sehen. Wir lassen uns erstmal ein bisschen zurückfallen. Und holen uns den Punkt da unten. Um die Brücke zu öffnen. Müssen wir nämlich hier, um das Tor zu zerstören, diesen Punkt einnehmen und dann übernehmen wir den Versorgungspunkt da oben. Frühere Befehle sind aufgehoben, Männer. Entwarnung! Und da gibt es schon Entwarnung, weil wir uns ein Stück zurückgezogen haben. Die Ogres beschweren sich darüber, dass es unfair ist. Dass wir sie einfach niedermachen. Oh, eine Chimäre. Und noch mehr Opfer. Ihr könnt mal den Punkt einnehmen. Oh, da ist unser lieben Rastpanzer schon wieder. Der gefroren ist. Mal sehen, wie lange du noch fließt. Ein Sentinel. Oh, ja, wir können ja jetzt einen Carnifex rufen. Valkyrie ist heiß und im Anmarsch. Aua. Okay, unsere Tyrannenwache ist wieder heftig angeschlagen. Heilen wir sie mal kurz, bis wir auf den Carnifex warten, der da gerade kommt. Stachelwürger und Sporenzisten, die können wir ihm gleich mal geben. Ja, das ist eine riesige Zerstörungsmaschine eigentlich, der Carnifex. Schwere Infanterie, er wird als Monster bezeichnet. Oh Gott, die beschießen meine Piratenwache, was eigentlich gar nichts bringt. Und hallo, Carnifex. Boom. So, ich würde mal sagen, dann geht's erst einmal dieses Geschützturm ausschalten. Diesen Geschützturm. So. Dann geht's hier oben weiter. Valkyrie ist heiß und im Anmarsch. Aua. Das hat mich wieder Schaden gekostet. Oder gleich, wir müssen hoffen, dass wir da rumkommen und den blöden Turm ausschalten. Venator steht außer Gefecht.
Genator hält außer Gefecht, was auch immer. Aua, noch ein Genator weniger. Ha, jetzt ist schon wieder ein neuer gekommen. Gut, damit ist die Chimäre auch weg. Und wir können uns um die nächsten aufwärts kümmern. Aber das Spiel haben sie uns ja nicht entgegenzusetzen. Na, ich könnte ja mal hier netterweise eine Spornmine abwerfen. Valkyrie ist heiß und im Anmarsch. Aua, direkt auf den Carnifex. Das kratzt ihn aber kein bisschen eigentlich. So, werfen wir Spornmine ab. Und töten alles andere, was uns sonst noch im Weg steht. Wie diese Ohrenfenster zum Beispiel. Da hätten wir schon wieder so einen Geschützturm. Der Cardifex könnte übrigens auch mal das die Sporenzysten aktivieren, aber wirklich bringen tut das, glaube ich, nichts. Können wir ja mal ausprobieren, gleich hier oben. Ressourcen nicht ausreichend. Okay, wir brauchen dafür mehr Bevölkerungslimit. Einfach alles. Wieder raus. Valkyrie ist heiß und im Anmarsch. Aua, das hat wieder unsere Venatoren getroffen. Aber da ist jetzt sowieso auch gleich schon das blöde Gebäude. So. Erst das Gebäude zerlegen, dann den Todeswolf. Der kann warten, der Todeswolf. So. Zellengedächtnis erhalten, was auch immer das macht, können wir ja nachher gucken. Du bist außer Kontrolle. So, schön das Ding einnehmen. Nein, ihr nehmt das hier ein, habe ich gesagt. So, jetzt haben wir wenigstens Ruhe vor dem Banewurfs. Ressourcenpunkt erobert. Sehr gut. Und es heilt alles im Gebiet. Sogar den Carnifex. So, kurz hochheilen. Bisschen. Und weiter geht's. Truppenmäßig können wir nämlich nichts mehr herbeirufen. Wir sind mit dem Carnifex an unserem Limit angekommen. War vielleicht nicht ganz so klug. Wir hätten vielleicht lieber ein paar Schwarmeinheiten bauen sollen. Noch ein paar mehr Krieger oder so. Oder dem Carnifex nicht die Waffe geben. Mit der ist er nämlich eigentlich nicht so mächtig. Der Carnifex ist nämlich wirklich eigentlich eine Angriffs-Nahkampf-Bestie. So, der Tyrannidenlord stürmt einfach mal durch dieses Wrack durch. Und hat genug, dass wir seinen Angriff verstärken können noch. Das Gebäude da säubern, das ist aber schön gesäubert eigentlich. Und alles andere zerfetzen hier. Da ist noch ein Sentinel mit Raketenwerfer. Fragt sich nur wie lange. Krieger verloren, oh, zwei Dinoas-Panzer. Okay, du ziehst dich mal dezent zurück. Jetzt brauchst du nicht mehr zurückziehen. Und du greifst den Predator an. Okay, ich habe meine Venatoren verloren. Holen wir uns dann als Entschädigung. Na komm, greif das da an. Sehr gut. Jetzt kommen Ogrins und andere Nahkämpfer und Infanteristen. Die werden aber auch ziemlich schnell weggefetzt.
Prioritätskanal Secondus. Hier spricht der Aszendant, Azaria Kyras. Fabelhaft erledigt, Sergeant. Das Abschlachten ihrer eigenen Waffenbrüder wird ihnen Korns Gunst einbringen. Ohne das Verwaltungszentrum ist Meridian so hilflos wie ein Baby, das von Wölfen aufgegriffen wird. Bleiben Sie hier in Position und wehren Sie alle Eindringlinge ab. Ihre Belohnung für Ihren Glauben wird bald ausgeteilt. Schädel für Korn. Vor allen anderen war es das Schwarmbewusstsein, das die wahren Ausmaße der Bedrohung des Subsektors durch Azaria Kyras begriff. Normalerweise würde ein Individuum unbemerkt bleiben. Aber Kyras Maschinen hatten die Aufmerksamkeit des Schwarmbewusstseins irgendwie vernebelt. Der Schwarm hatte verstanden, um den Subsektor zu vernichten, mussten Kyras, Frevler und Antithese vernichtet werden. Ja, das Schwarmbewusstsein hat's kapiert. Kapitolgärten abgeschlossen. Einsatz erfolgreich. Mentaler Schrei, ein Biomorph, das es dem Schwarmlord ermöglicht, eine tödliche Salve Psy-Energie zu entfesseln, die jegliche feindliche Infanterie in der Nähe lähmt. Gucken wir mal, was wir hier gekriegt haben, gleich fortsetzen. Also ja, Kyras ist der Böse und sogar für das Schwarmbewusstsein steht da eine Bedrohung da, deswegen muss er vernichtet werden. Okay, jetzt wem wär's einmal eine Belohnung? Zerschmetterte Sägezahnkrallen. Die Sägezahnkanten dieser vernichteten Klauen bestehen aus extrem dichtem, diamantharten Chitin und erreicht somit mit Leichtigkeit die stabilste Rüstungen. Klingt interessant. Warpfeld aktiviert Fähigkeit Schutz. Ach, geben wir die Venatoren den Grabeangriff. Das ist, glaube ich, das Beste. Ermöglicht den Venatoren die Fähigkeit, Grabeangriff zu nutzen. Fortsetzen. Ja, unser nächstes Hauptziel ist die Typhon Arena hier auf Typhon Primaris. Aber wir haben zum ersten Mal ein optionales Ziel bekommen, und zwar den Turm Golgotha. Den werden wir uns aber dann erst in der nächsten Mission ansehen. Ich mache hier erstmal wieder einen Cut. Und in der nächsten beim nächsten Mal werden wir erst die Verwaltung machen, also dem Schwarmlord seine neue Ausrüstung durchgucken. Und dann stürzen wir uns in den Turm Golgotha. Bis dann.